Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Okay. Mir ist Jetzt immer ist noch mir doch ein wenig kalt. frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Mann! Und dich mit etwas Glück müde machen. Erzählt er mir jetzt wieder nur, dass er in der Profiliga spielt? Wer will das nicht? Oh. Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der ja, Profiliga okay, gut. spiele? Er will so seine Bälle einlochen. Ja, Mann, Dietrich ist der Wärter bei Edna. Oh Gott, mind blown. Können wir über was anderes reden? Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn es denn sein muss, schieß oh? los. Ach so, ha. Ja gut, wir haben versucht, es nett zu machen. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal scheiße zu ihm sind? Ich würde gern noch mehr über Minigolf. Vielleicht will wissen. Er ja dann, dass uns warm wird und macht die Klimaanlage nicht. Aus. Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der ja, Profiliga ja. spiele? Miso, hey, ja. danke für den Follow. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ja, glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so oh, im Laden? Okay. Gibt's die Firma wirklich? Hast du ihn gestohlen? Hast du ihn vom Sperrmüll? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ja, ja Walkiefer. My kind of Schläger. Geschnitzt? Ha, der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Okay, ich geb's auf. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen oh. sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Mensch. Sein Glücksschläger. Ist es sein Ernst? Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste, Papas Liebling, ob mein Vater auch Minigolfer war. Warum nimmst du dich Papis Schläger und schlägst sie dir in den Kopf? Okay, Ob mein Vater aber auch Minigolfer war? Ja, Vater-Sohn-Kiste. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. Im Gegensatz zu mir. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein oh, Vater. Oh, ich glaube, er sollte eher in die Zelle. In so einer Kiste. Tja. Fast! Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Okay. Ob mein Vater war auch ein Papas Liebling. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Okay. Ihr Vater, ob mein Vater auch, warum nicht? Auch Minigolfer war? Eigentlich mag ich Was Minigolfer. Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Boah, werden wir gepunished für irgendwas, was unser Vater gemacht hat? Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh. Shit. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Wer uns immer noch auslacht. Genug gelacht. Was ist das jetzt oder willst du noch was wissen? Ja, auf die Fresse, Mann. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Oh. Mein armer Vater. Der arme Golfschläger Vater. Aus Walkiefer. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ah, ausstelle. Ah, yay! Good boy! Jo, und in manchen Nächten kam sein Vater zu ihm in die Kiste. Ja, wirklich, ey. Ich habe mir letztens eine Hitler-Biografie gekauft.
Okay, du studierst Geschichte. Nun gut. So, Lüfter, let's check. Ansehen. Ups. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Ja. Kann ich ihn nehmen? Fest. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Ha? Hilf mal mit, Harvey. Ja, Mann. Oh. Zuckershadow, danke für den Follow. Ah, das Geräusch. Bop. Tja, Fauli, sehr speziell, ne? Okay. Schaue an. In den Schacht. Yay, wir sind im Schacht. Wie gut ist das bitte? Anschauen kann ich nichts. Okay, okay. Diese Ecke, oh Gott, ist ein zäher Brocken, Hulgor. Hulgor. Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? So sieht er aus. Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. 10 Jahre? Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Tja. Rebellion. Okay, Poki. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Ach. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Aber der hat Eis mit dem anderen Dude gegessen. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlsen Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. No! Und dann habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Ich esse jetzt das. Das sind noch Süßigkeiten aus Japan. Galbo. Seit 1996 steht hier drin. Asiatische Süßigkeiten gehen übrigens, also zumindest japanische, immer so auf. Was ist es? Schokolade. Mit Crispy innen drin. Not so bad. Was, die Leertaste benutzen, um zu sehen, mit was sie interagieren können? Ach, tatsächlich! Nice Tipp, Position! Ja, man, alle so Panty Short, aber ich war auch so, oh, Schlüppi. Was passierte eigentlich mit dem Big Katsu? Das hat keiner mehr gegessen, wir haben es entsorgt mit so einer Atemmaske. Gut, okay. Na dann mal ab ins Rohr, oder was? Ansehen. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Sad life. Vielleicht kannst du dieses Gitter durch. Er hat doch immer noch nur Frotti-Zähne. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frotti. Was mit dem Stuhlbein? Freiheit. Yeah! Freiheit! Juhu! Wer ist es jetzt? Die Freiheit. Ach so, ich dachte, es wäre kaputt. Oh nein, es hat mich gefreut. Entwicklerboy. Das Antrieb, nach draußen zu kommen, noch zu verstärken. Es ist ein wunderschöner Herbsttag draußen. Die gesamte Farbstimmung und die Richtung der Wolken
geben dem ganzen Spiel übrigens eine Richtung, die auch so ein bisschen durch das vulkanöse Thema des Titels, da bricht aus, unterstützt wird. Etnas okay. Ausbruch verhält sich insgesamt wie ein Vulkanausbruch. Und so ist es halt sehr rot und heiß und orange auf dem Gipfel des Bergs, auf dem sich die Berganstalt, also die Anstalt von Dr. Marcel befindet. Und je weiter sie dann nachher runterfließt, desto mehr kühlt diese Lava ab. Und bis sie dann irgendwann gegen Ende des Spiels so auch ihre Motivation halt quasi auszubrechen, so gut wie stagniert ist. Es findet sich im Farbschema wieder, wie gesagt, in der Richtung der Wolken. Alles zieht Edna sozusagen von diesem Berg runter in Richtung ihres Elternhauses. Boah, voll deep. Denkt man immer nicht bei dem Stil, ne? Okay, was haben wir hier denn noch? Also wir können nur zurück in den Schacht. Okay, wir können nichts ansehen. Dann schauen wir uns doch mal das Gitter an. Ah, es ist niemand drin. Da müssen wir jetzt das Gitter mit unserem Zehennagel aufdingsen. Marcel und Hulgur sind gegangen. Und können dann da durch. Okay. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Genau. Langsam werde ich richtig gut darin. Raus ins Büro. Oh, ihr Schlüppi. Gott, wie sie da lang creep, wie The Grudge, wie so ein japanischer Grusel. Oh, durch den Kamin nach draußen. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Am Anfang vom Schacht war noch ein Poki. Naja. Ist auch okay, wenn wir mal ein, zwei Sachen nicht mitnehmen, oder? Sorry. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Ja, auf jeden Fall, Bro. In dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Ah, wie er noch so ein Interessant hinterher schiebt. Kann ich irgendwas hier nehmen? Genau, ich rufe nur kurz meine Spediteur an. Ich dachte, sie macht's auf. Das Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Leertasse? Ja, ich find's irgendwie so ein bisschen netter. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Tontauben basteln. Schön. Aschenbecher basteln aus so Ton. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Ja, das ist der Sack, der Eis mit unserem Vater gegessen hat. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Okay. Artikel. Ein gerahmter Zeitungsartikel über den Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Die Stoffscherensache. Mörder gefasst. Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Wow. Okay, haben wir schon angeschaut. Können wir es nehmen? Nein. Können wir das Stuhlbein reinkloppen? Können wir nicht. Okay, gut. Krass! Nimm den Kugelschreiber. Damit können wir ihn töten. Können wir noch nehmen? Lexikon? Foto? Ich will das Foto mitnehmen.
Aber wir hätten es draußen verbrennen können. Ein Poloschläger. Nice. Wer braucht das nicht? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ah. Oh. Pokal. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Poloschläger. Poloschläger-Time. Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Was kann ich zu einschlagen damit? Das kann hier nichts ausrichten. Na gut. Die Pokale stehen hinter Sicherheitsglas. Oh, es ist sogar Sicherheitsglas. Mensch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Ja, jetzt wurde ich... Oh. Ha. Hi, wenn Bro. Das nicht das Fräulein Edna ist. Wie geht's? Wie bist du aus der Zelle gekommen? Genau, ich bin auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ich wollte ein neues Nachthemd kaufen. Der Minigolfwächter hat mich freigelassen. Tja. Dann schwärzen wir doch mal den Minigolfwächter an, oder? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel! Immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Oh, niemals! Wir können ihn doch einfach mit dem Poloschläger töten. Ja. Niemals. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Doch. Wir werden sehen. Poloschläger. Hulgor. Jetzt spielen sie Verstecken. Ha! Na bitte! Getötet. Kann er euch irgendwas von Hulgor nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ja, aber wie denn? Er wiegt 1 Million Kilo. Ups. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Okay. Aber wohin mit ihm? Spiel's ab 12. Jetzt mal alle töten. Was? Zwei Directions-Töpfchen rumzustehen? Magst du die haben? Atlantic Blue und Violett? Ja, Violett nehme ich auf jeden Fall. Nächster Livestream so in 1,5 Wochen, weil ich bin in Abu Dhabi. Okay. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Aber da kann der Dude jetzt rein. Benutzen. Nee. Mann. Und jetzt nehmen wir den. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? In den Schrank. Ha! Oh, Schrank. Mensch. Wie sie ihn aufhängt, verkehrt rum. So gut. Okay. Tür zu. Ja, nice. Ihr seid ja noch besser in den Kamin. What the fuck? Wir wollen ja eigentlich gleich töten.